bin gleich wieder da. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Alles klar, gut, da bin ich wieder. Jetzt hab ich mein Mikro verrutscht. Brains. Gut, da sind wir wieder. Okay, wir waren dabei. Yay, wir können was ankritzeln. Müller mal ankritzeln. Der schreibt noch. Ah, du sollst doch ankritzeln, Edna. Pflanze ankritzeln. Yay, Signation. Haben wir denn hier noch? Wir haben jetzt noch eine Monitorwand. Aber wir haben noch die... Moment, Captain Rocker. In diesem Bild gießt nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Oh, ein Blumenfreund. In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Herrentoilette. Und findet sie nicht. Und was macht er in diesem Bild? Niemals, das ist die Erstausgabe. Du sollst sie doch nicht wegschmeißen, mein Gott, Mädel. Okay, ansehen, Monitorwand. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Boah, ernsthaft? Nehmen! Klar, ich hol nur gerade den Laster. Na dann, wo? Hol? Oh Monitor-Orakel, was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen! Okay, dann benutze ich ihn. Irgendwie hypnotisch. Brains. Plastebecher. Der Wasserbecher mag Gerichtsschoß. Inhaltslos? Die sind nicht inhaltslos. Die sind manchmal ganz schön clever. Okay. Man kann die ganze Anstalt sehen. Ich erkenne Buchstaben in den Monitoren. Du bist ein verrücktes Huhn. Ein Huhn, ja. Aber verrückt? Was? Okay, Poloschläger. Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Okay, und? Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Okay, und? Captain Unbrauchbar guckt gerne Wer wird Millionär? Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Gut, dann haben wir hier... Kontrollpult haben wir auch noch hier. Ah, okay. Das sieht kompliziert aus. Ach nein, das einfach drücken. Das ist groß und schwer und mit 1000 Kabeln verdrahtet. Ich lasse es lieber hier, wenn's recht ist. Nein, das brauche ich zu Hause zum Let's Play. Warp 5. Energie. Oder auch nicht. Und? Pfoten weg. Fernseher haben wir auch noch. Okay. Ansehen. Der Fernseher ist aus. Dann mach ihn doch an. Hallo, gibt's Fernseher. Den nicht als Flachbildvariante? Das habe ich mir aber auch schon gefragt. Reden! Kein besonders ansprechendes Design. Benutzen! Nein, doch, nein. Was? Benutzen? Weißt du eigentlich, wie man den Fernseher anmacht? Man drückt auf Benutze Fernseher. Poloschläger. Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ja, das haben wir schon gesehen. Gut, dann gucken wir mal hier den Wächter. Ansehen. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Nehmen. Vielleicht kann ich mir unbemerkt den Schlüssel schnappen. Hey, Finger weg. Nein, glaube ich nicht. Benutzen. Noch ignoriert er mich. Das soll lieber auch so bleiben. Nur wir reden lieber mit ihm. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin der Neue. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? War ein Scherz. Ich bin natürlich doch der Neue. Langsam gehst du mir echt auf den Geist. Sag endlich, was du willst und dann verschwinde. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Kann ich ihn haben? Ich habe ihn verlegt. Ich habe meinen... Kann ich ihn haben? Ich habe meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen.
Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Noob, hat er gesagt. Ach du Scheiße. Zurück zum Generalschlüssel. Jetzt wird's ernst. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Das frage ich mich aber auch. Zurück zum Generalschlüssel. Was? Ja, ja. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Nur ein bisschen, ja. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Hulgor schickt mich, ihn zu holen. Hulgor kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgor ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Edna! Er... therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Okay, was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen! Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Alles klar. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Wow! Das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Apropos Wasser. Oh, jetzt werden wir richtig quälen, den Guten, aber so richtig. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Wusch. Aufhören. Wusch. Wusstest du, dass wir auf dem Mars Wasser gefunden haben? Endlich auf über Wasser zu reden.
Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch. Weil es Spaß macht. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Na, ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufeudeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcha, pitcha, pitcha. Jetzt halt endlich die Klappe. Episch, Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Na, noch habe ich ja nicht über Wasser geredet. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach... Oh, das ist geil. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Auf über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Und Wasser... Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Gnade. Gnade. Wasser. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ja, jetzt ist auf einmal ganz normal wieder. Ja, ist schon okay. Warte, Moment. Hast du etwas? Hm, ich müsste aber, als wenn Gott sei Mann nennen. Hm, Moment. Apropos. Okay, da geht nichts mehr. Gut, da geht nichts mehr. Dann... Lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Anscheinend kriegen wir den dann nicht, aber schade, schade, schade. Wir müssen vielleicht irgendwas machen. Vielleicht müssen wir den Wasser bringen oder so. Aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. So...